Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur perfekten DLC-Kolonie, die wir gerade nochmal hier ein klein wenig perfekter wieder hinbekommen. So, und da haben wir gerade schon ein Problem gesehen, worauf ihr mich auch in den Kommentaren hingewiesen habt, was mir nicht aufgefallen ist. Wobei, doch, es ist mir schon aufgefallen beim letzten Mal, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Erstmal sollten wir die Richtung nach links stellen. Aber warum funktionieren die nicht? Oder warum werden die nicht benutzt? Das ist so ein bisschen ja, ein bisschen fragwürdig. Sind die nicht dekontaminiert? Oder ich würde ja gerade tatsächlich mal jemanden kurz hier reinschicken, um dann zu schauen. Ah ja, da geht sowieso gerade jemand rein. So, spätestens jetzt solltest du ja mit Strahlung konfrontiert werden. Okay, das ist das perfekte Beispiel gerade mit Abraxas. Da können wir uns gleich mal anschauen, ob der denn geduscht wird. Der hat auch jetzt keine Keime. Das ist jetzt mindestens mal merkwürdig. Gilt das vielleicht nur diejenigen, die hier mit Atommüll Kontakt haben? Ich lass mal da gleich jemanden hinlaufen. Wir bringen erstmal die Nacht schnell hinter uns und ja, dann schauen wir gleich mal. Also, was meine erste Vermutung war, als ich den Kommentar gelesen habe, dass wir hier wieder kein Wasser haben, aber dem scheint ja nicht so zu sein. Da ist ein bisschen drin. So, jetzt haben wir hier wieder einige im Einsatz. So, und das Vader lasse ich jetzt mal dorthin laufen oder vielleicht sogar das da aufwischen. Also ich lasse ihn da hinlaufen und irgendjemand wird das auch aufwischen. So, und du müsstest doch jetzt okay. Ah ja, da hat jetzt jemand gewischt. So, das war Waldpilz. Der hat auch keine. Okay, in welchen Situationen würden die denn überhaupt die dekontaminieren? Oh, da haben wir. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ansonsten könnt ihr gerne mal zurückspulen. Den Puft hat's zerrissen. Ich weiß nicht, ob man dieses Fleisch hier jetzt unbedingt noch essen sollte, aber es steht nicht dabei, dass es verstrahlt ist. Also von daher kann man das wahrscheinlich dann doch genießen. Auch wenn ich persönlich vielleicht davon abraten würde. Ja, hier können wir die Rutschstange leider nicht durchgehend bauen, aber so, Mr. Snoozel, bist du denn jetzt hier? Ja, auch eine Sache ist, also ganz ehrlich, ich habe ewig lange nicht mehr mit denen rumprobiert. Die Frage ist ja auch, wäre die Dekontaminationsdusche nicht vielleicht schlauer auf dieser Seite, das heißt nach den Schutzanzügen? Keine Ahnung, ich finde es mindestens mal
überlegenswert, ob das vielleicht der Grund ist. Aber die haben die doch auch schon benutzt, oder? Aber war das vielleicht ohne Schutzanzug? Na gut, der läuft gleich irgendwann mal leer. Conny ist schon gestartet. Ja, der ist auf dem Rückweg. Okay, das haben wir also noch in der letzten Folge gemacht. Ja, okay, dann ist das eben so, wie es ist. Dann können wir jetzt mal eine Sache noch machen. Und zwar haben wir hierher ja veredelten Kohlenstoff transportiert. Von hier oben. Das müssten wir dann ja jetzt nach dort oben zum Reaktor ändern. Ich würde das, denke ich mal, hier entlang bauen und dann nach da oben. Wo sind wir? Hier. Dann gehen wir hier hoch, wo wir die Transportröhre haben. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir hier oben rüber oder gehen wir hier unten rüber? Denke. Hier. Ja. So. Förderschienenbrücke. Achso, brauchen wir natürlich eine hier oben. Wir brauchen eine hier. Zerlegen. Die Förderschiene können wir verbinden. Die Brücke abreißen. Dann können wir nämlich alles, was hier in der Leitung ist, auch noch zurückführen lassen. Die hier drehen wir einmal um. Warten wir eben, bis jemand zum Zerlegen kommt. Da ist gerade Schlafenszeit, ne? Da passiert nicht so viel. Ich dachte gerade, da wäre es jetzt passiert, aber nee, ist noch nicht so weit. So. Das war jetzt super, super, super schnell. So, und der Rest passt dann, ja. Okay, da müssen wir jetzt nur in Anführungsstrichen die Leitung hier fertig bauen. Automatischen Räumen, obwohl da brauche ich bin ja durchaus Fan dafür, ein bisschen Reserve einzubauen bei den Temperaturen. Aber ich glaube, Thermium ist hier oben nicht notwendig. Da kommt er nicht ran. Dann müssen wir den so dorthin bauen. Ist dafür mit an das Stromnetz. Dann ist der Teil auch schon automatisiert. Da müssen wir einen Teil der Plastikziegel mal eben wieder wegreißen, dass wir auch dort die Leitung bauen können. Ich mache vielleicht auch mal den Abschnitt hier mit höherer Prio, dass ich das gleich wieder dicht machen kann und das erledigt ist. Materiallieferung läuft, Bau lässt noch auf sich warten. Naja, jetzt kommt hier auch von innen Bewegung rein. Wie die teilweise immer nur einen Auftrag dann bauen und dann wieder weglaufen, oder? Das ist ja... Na gut, das sind die Bediener, die müssen vielleicht auch dann zu Geräten, die eine höhere Priorität haben, dahin, um die zu bedienen, ne?
Noch 40 Kilogramm Uran. Ja, wir brauchen für hier oben noch die Stromkreise. Die können wir doch theoretisch auch mal planen. Gehen wir dafür mal her und... bauen dafür hier mal so ein bisschen was. Theoretisch hätten wir hier oben auch noch Platz für einen. Müsste man mal überlegen, ob das etwas ist, das man möchte. Ne? Wie machen wir das hier? Ich denke, die beste Variante ist, das so zu machen, dass wir das Kabel dann dort entlang legen jeweils. Das machen wir einmal. Oh. Ja, Autosave, wie immer, bringt mich das aus dem Konzept. Das habe ich hier dummerweise mitkopiert, das wäre gar nicht nötig gewesen. Habe ich das Automatisierungs... Nein, habe ich natürlich nicht. Dann haben wir hier durchaus gleich Stromkreise ohne Ende. Beginnen wir doch mal mit dem obersten oder beginnen wir lieber mit dem untersten, den wir nach da verbinden? Dann können wir die oberen, ja, wir nehmen lieber den untersten. Was ich gerade überlege, mal gucken, hier, wie es mir strahlungstechnisch. Hier ist ja nirgendwo die Strahlung so richtig hoch. Wenn ich diese Tür hier mal schließe, da kann in den extremen Bereich da ja niemand hin. Dann deaktivieren wir mal das Teil. Achso, wir haben sowieso noch mehrere, die da unterwegs sind. Okay, jetzt muss ich halt nur überwachen, dass wenn die hier gleich rauslaufen, ihren Schutzanzug ausziehen. Und dann die nächsten, die da hinlaufen. So, da haben wir jetzt die erste, Kerstin. So, Bleianzug ablegen. Anzug liefern. Okay, die benutzt die jetzt auch nicht. Achso, weil sie ja nicht verstrahlt worden ist. Ne? Ach, was ist das alles? Was? Das nächste Mal gleich jemand die Diamantpresse bedient. Da herrscht ja wenigstens ein bisschen Strahlung. Oder auch hier die Sachen aufwischen lassen. Da muss sich doch jemand verstrahlen. Also wenigstens ein bisschen. Nicht, dass ich mir das wünsche, aber ich möchte das gerne ausprobieren, ob dann die Dekontaminationsduschen benutzt werden. Immer noch nicht. Nö.
juckt die nicht, die Bohne. Okay, nächster Versuch. Wir öffnen die Tür wieder, lassen dort eine Leiter zerlegen. Das heißt, da kommt jemand zwangsläufig mit Strahlung in Berührung. Und schauen, was dann passiert. Ich weiß, das ist eigentlich eine dumme Idee, aber... Hoffen wir mal, wir bekommen das gedreht. Ohne eine Tragödie zu erzeugen. Das gehört natürlich zur Wahrheit dazu. Conny ist da, da können wir mal eben... Hier rangehen. Das hier alles aufräumen lassen. So. Da kommen ein paar Mutige. Die kümmern sich erstmal um andere Sachen, okay. So, Darth Vader ist so mutig. Ach, das gibt jetzt natürlich auch Verbrennung, ne? Das habe ich jetzt... An die Verbrennung habe ich jetzt ganz und gar nicht gedacht. Okay, wir können jetzt Darth Vader auf eine Liege schicken. Und jetzt bin ich gespannt. Nö, nö, nö. Verwendet Wasser, um Keime und Strahlung zu entfernen. Dekontaminiert sowohl Duplikanten als auch deren Kleidung. Also werden die auch ich kann das Ding hier wieder einschalten, das bringt ja jetzt nichts. Vielleicht sind die einfach nicht ausreichend viel mit Strahlung in Berührung gekommen. Ist und bleibt schwierig. So, so. Ich bin sehr gespannt, ob die jetzt hier die Leitung auch bauen können, weil sonst andere Sachen innerhalb dieses Bereichs konnten sie ja auch bauen. Ich fürchte aber, dass es nicht gehen wird. So, was müssen wir gleich machen, wenn das Ding leer ist? Wir müssen das so weit wie möglich runterkühlen. Schritt Nummer 1. Das heißt, bis 125 Grad kriegen die das runtergekühlt. Und dann wäre meine Idee eigentlich, dass wir hier Wasser reinkippen lassen, dass auch der restliche Dampf verschwindet. Weil wir müssen hier in dem Raum arbeiten können, ohne dass Dampf da ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das hinkriegen. Ja, werden wir gleich sehen, wenn der Rest soweit ist. So, die Einstellung darüber kopieren. Ja, ich denke, dass das hier tatsächlich daran scheitert. Aber wenn ich den Ziegel da einmal wegnehme, dann, na gut, dann würde auch der ganze Wasserstoff hier rausgehen. Dann machen wir das lieber von da oben aus. Weil dann haben wir da schon mal Strom. Ach so, ich muss natürlich hier... nicht das Zielfeuer, den hier außerhalb der Reichweite. Dieser Empfänger ist zu weit vom ausgewählten Sender entfernt, um Signalaktualisierung zu erhalten. Hä?
was haben die denn für eine Reichweite? Ne, das bringt natürlich dann mein ganzes Konzept durcheinander. Sowohl der Automatisierungssender als auch der Automatisierungsempfänger müssen im Weltraum ausgesetzt sein, um zu funktionieren. Ist ja doch, wenn man jetzt mal die... Ist die Leiter vielleicht noch im Weg? Vielleicht auch die Trockenwand. Ich meine, hier ist jetzt gerade irgendjemand zum Abreißen, ne? Aber. Wo müssen wir denn das Signal eigentlich hinlegen? Das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Schalten wir damit den ein? Ja, das scheint mir die sinnvollste Variante. Oder wäre es schlauer, wenn man hingeht und den Transport des vom Bärenmatsch dahin. Ne, steuern den hier. Ändern können wir es immer noch, aber... Ja, Moment, was mache ich denn hier eigentlich? Das ist ja auch total... Das geht einfacher anders, ne? Nämlich so... Da brauchen wir hier nicht ein kilometerlanges Automatisierungskabel bauen. Okay, kann man gar nicht ausschalten. Vielleicht verschwindet die Meldung auch, sobald da ein Automatisierungskabel gebaut ist, ne? Das kann auch noch sein. So, räumen wir das mal auf. Achso, ja, die sind jetzt natürlich auch mit Hochdruck hier dran beschäftigt, ne? Klar. Die räumen das ganze Zeug hier raus. Für die Kleidung scheint uns so ein bisschen etwas zu fehlen, wo wir das einsortieren können. Da dort die Schutzanzugschmiede ist, würde ich vielleicht mal hier in die Nähe machen, was da oder da, lieber hier. Einen Lagerbehälter hinbauen, in dem wir nur Kleidung bringen. Eis. Wir nehmen mal Eis an. Ich gehe mal Risiko, ob ich dafür eine Lösung mir überlegt habe, wo das aufgeräumt wird. Ansonsten haben wir irgendwann da eine Überschwemmung. So, Kleidung darf da reingepackt werden. Somit haben wir jetzt auch für die letzten Aufträge zum Aufräumen etwas. Das können wir wiederum dicht machen. Das hier ist auch gebaut. Außerhalb der Reichweite. Habe ich hier in der Übersicht irgendwo... Ne, da wird mir nichts angezeigt für das Signal.
Das finde ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, wenn auf die Entfernung das Ganze nicht funktioniert, auf welche soll das dann funktionieren, ne? Bauen wir doch mal einen. Hierher. Dann schauen wir mal, ob wir das Signal dann empfangen können. Muss ich mal schauen, ob es da nicht irgendeine Mod für gibt. Weil das ist schon. Gucken wir erstmal, was hiermit jetzt passiert. Aber ich meine, selbst wenn das funktioniert, wir haben hier halt keinen Asteroiden. Sonst hätte ich gesagt, wenn hier jetzt ein Asteroid wäre, wir schicken das Signal erstmal von hier nach da und leiten es dann weiter nach da. Das würde ja gehen, aber die Option entfällt hier ja. Den nenne ich jetzt mal Test. Das Signal ist positiv. Achso, den habe ich schon abgerissen. Der ist ein Reicher. Das ist ja. Da kann ich jetzt von den beiden hier mir ein Signal abholen. Na super. Okay, da muss ich unbedingt gucken, ob es dafür eine Mod gibt. Das ist. Soll ich sagen, nicht sehr stark designt. So. Der ist jetzt gebaut. Das Transportsystem, oh, es läuft sogar schon perfekt. Da ist auch schon, nee, es ist noch nicht rückwärts gelaufen. Ach so, weil ich hier keinen Startpunkt habe. Ja, okay. So. Dann würde auch das dort noch zurücklaufen. Das macht der Räumer jetzt. Müssen wir gleich mal beobachten, wenn das Ding das nächste Mal bedient wurde. Ob der dann veredelten Kohlenstoff ranschafft. Ah. Sehr schön. Das Ding hat jetzt gestoppt. Aber wir müssen hier noch Temperatur runterbringen. So, bedeutet für uns, wir müssen jetzt auch zusätzliches Wasser in diesen Raum bringen. Das machen wir mal hier. Ist wieder aktiviert. Ja, dann können wir jetzt auch die Tür wieder öffnen. Achso, wir haben gleich keinen Druck mehr. Das heißt, dann würden wir auch die Temperatur ja nicht mehr senken können. Ich habe hier noch ein Denk. Ach so. Da ist mein Denkfehler. Ja, das hier ist jetzt natürlich erstmal verschoben, weil solange es hier keine Strahlung gibt, kann da natürlich auch nichts passieren. So, das Wasser, das hier rauskommt, verdampft direkt wieder. Heißt, wir erhöhen die Menge an Dampf, die Turbinen können wieder laufen und gleichzeitig senken wir damit auch die Temperatur ab.
glaube aber, damit werden wir heute nicht mehr so weit kommen, wie ich das hätte. Ja, also dafür hier, das ist für mich ein idiotisches System. Wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, aber die gibt es nicht, irgendwo Satelliten oder sowas auszusetzen, die dann das Signal wiederum weitergeben. Dann müssten wir. Ich überlege gerade. Nee, ich denke, da werden wir mit einer Mod machen, weil ich habe wirklich keine Idee, wie wir das anders sonst hinkriegen sollen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Wir sind jetzt durch für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.